anderer PC ist so weit weg. Genau das. Okay, dann eben außenrum. Bevor ich dann noch irgendwo absaufe. Wäre natürlich uncool. Ist ein Mauergreifer gewesen? Okay. Ich hatte gedacht, ich hätte sie alle erwischt, aber anscheinend doch nicht. Naja. Ach klar, ich hätte ja auch wieder einen Gondolieri nehmen können. Aber gut, jetzt laufe ich eben. Hallo. Das ist ja auch mal gut für die Gesundheit. Vor allem, wenn man vergiftet wurde. Was aber, was sehr interessant ist, dass ich kein Leben verliere die Zeit über. Vielleicht liegt das auch an dem Heilungsring, den ich habe. Dass der immer, dass der da entgegenwirkt. Oder vielleicht daran, dass der Kerl es verlängert hat, aber... Naja, so geringfügig wie der Lebensverlust ist, könnte ich eventuell noch wahrscheinlich das ganze Spiel so durchspielen. Naja, wenn der Lebensverlust bei null liegt. Hm. Oder mein Gesamtleben vielleicht. Moment. Vielleicht, dass mein maximales Leben fällt? 292. Echt? 92, war das mal mehr? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Es geht um Leon. Er hat wohl einigen Ärger. Wieder einmal. Wie überraschend. Vor einigen Tagen erhielten wir einen Hilferuf von Angehörigen einer Zunft am Hafen. Sie berichteten, einige Krieger aus Afrika hätten sie grundlos angegriffen. Diese Krieger behaupteten, für den Dogen selbst zu arbeiten. Leon meldete sich freiwillig, die Geschehnisse zu untersuchen und ging zu den Lagerhäusern. Er kehrte nicht zurück. Ich hätte es besser wissen müssen. Seine Wut ist groß, aber seine mangelnde Erfahrung bedeutet eine Gefahr für uns alle. Er ist zu jung und er ist noch nicht bereit. Es war ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Ja, du hättest es besser wissen müssen. Ich wollte diesen Jungen gegen alle Widerstände für uns einnehmen. Nun muss ich mich den Folgen stellen. Geh also bitte zu den Lagerhäusern und finde Leon. Wenn er noch lebt, rette ihn. Wenn er nicht mehr lebt, gib dich ganz dem Zorn hin und zerschmettere deine Feinde. Ja, sehr freundlich. Gut, das wäre dann der zwingende Grund, zum Hafen zu gehen. Wo ich ja eh hin muss, wegen der Prinzessin. Denn da werde ich sie finden. Ja. Wo sollte ich sie auch sonst finden? Auf dieser riesigen Karte. Klar, ich könnte jetzt alles absuchen. Aber das würde eben dauern. Und das ist dann ja auch nicht unbedingt der Sinn des Spiels. Von daher, ja. So, dann wäre vielleicht mal Zeit zu überprüfen, ob meine Theorie stimmt. Mein 292 Leben habe ich immer noch. Entweder es geht wirklich sehr, sehr langsam. Oder es findet gar nicht statt, dass ich Leben verliere. Naja. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wie kann ich dir helfen? So. Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Dann denke ich doch mal, dass wir hier hin müssen. Das ist am nächsten am Hafen oder am an den Docks dran. Ja. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir hier irgendwie es dann doch schaffen. Eine Sekunde. Aha. Es geht also doch. Irgendwie mögen Leiter mich gerade nicht. Fertig laufen lassen. So. Oh, das wohl sein. Hallo. Oh, hallo. Okay. Da ist ja einer.
ja ganz gut hin jetzt gerade mit dem. Also. Und noch eine Drehung. Und volle Kanne drauf. Dann haben wir schon mal einen. Du hast mein Leben gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es wird eine Zeit kommen, wo du mich brauchen wirst. Ich werde da sein. Ich werde nun an einen sicheren Ort gehen. Tja. Meine Erfahrung kommen. Da hängt doch ein Zettel. Ja, wahrscheinlich steht denn das Essen jetzt nur für die Arbeiter oder so. Ja, oh, hallo. Okay. So, die Brücke ist ja noch versperrt. Und hier geht's wohl in die Werft. Nee, zum Hafen. Was? Verwirrt. Nee, wird wohl der Hafen sein. Ja, Hafen, da steht's ja auch. Dann bin ich mal gespannt, was es hier so gibt. Ja, achso, auch ich wollte ja meine Uhr holen. Ja, deswegen, eine Sekunde. Und ein wenig Hunger habe ich auch, deswegen nicht wundern, wenn ich gleich ein bisschen am Kauen bin. Ich esse jetzt gerade mal hier einen Keks. Okay, also wie ihr gesehen habt, ins Wasser konnte ich da nicht. Und die Brücke... Oh, hallo! ...wird wahrscheinlich auch erstmal nicht runtergefahren. Oh, hallo! Na ja, klar. Dafür gibt es hier wahrscheinlich wieder eine Menge zu zerstören. Oh, wer ist das denn hier? Ein Bandit? Hab Dank! Das war schon das dritte Mal diese Woche. Und wieder kein Wachmann weit und breit. Langsam geraten die Dinge außer Kontrolle. Ja, so kann man es auch sagen. Oh, hallo. Aha. Hat wohl noch jemand was versteckt gehabt. War noch Juwelen? Da, genau. Möchtest du etwas kaufen an diesem wunderschönen Tag? Oh ja, ein Händler. Was für Waren verkaufst du? Die frischesten Fischprodukte Venedigs. Ja, und das ist schon der Grund, warum ich nicht da... ja, nicht mal auf Handeln gehen muss. Also, wollen wir mal sehen, was das Lagerhaus hier so zu bieten hat. Ein riesiges was ein Vieh. Ein Löwen, Ziegenwolf, keine Ahnung, irgendwas. Noch einer. Das Vieh auch hinüber. Das ist die Frage. Da kam jemand runtergelaufen. Das habe ich noch gesehen gehabt. Wahrscheinlich hier ein Krieger. Ich
mehr Punkte, ein paar mehr EP-Punkte. So, was finden wir hier oben? Wir finden einen einzelnen Krug, eine einzelne Vase, in der noch nichts mehr drin ist, noch nicht mal etwas drin ist. Ansonsten scheinbar nichts. Das bedeutet, ja, wir gehen zurück in den Hafen und gucken mal, ob wir was außerhalb finden. Ansonsten geht es direkt weiter im nächsten Lagerhaus, würde ich mal sagen. Würde ja Sinn ergeben. Da haben wir allerdings eine Truhe, die wir öffnen können. Eine Sekunde. Gelb. Grün. 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 Blau. Gelb. Rot. Grün. Gelb. 1, 2, 3 und einmal im Kreis. Schön. Schön, schön, schön. Nun denn. Ui! Wer kommt denn da herangeschlendert? Trink was. Oder auch nicht. Ich werde auf alle Fälle trinken. Darf ich mich vorstellen? Ruben, der Geschäftsmann. Was soll dein Geschäft sein? Schätze natürlich. Legendäre Schätze. Ich weiß, wo man eine wertvolle Karte findet. Werde aber nicht selbst hingehen. Nee, nee, nee. Ich bin der Geschäftsmann. Ich buddle nicht. 3000 Dukaten. Dann gehört die Information dir. Ich biete dir folgendes Geschäft an. Du sagst mir, wo sich der Ort befindet, und dafür lasse ich dich am Leben. Oh! Du willst gegen den Ruben kämpfen? Überleg's dir! Jetzt ist die Frage, kämpfe ich gegen ihn? Das ist ja eigentlich böse, aber 3000 Dukaten für eine Karte, wo nicht mal 3000 dann als Schatz rauskommen. Fangen wir an! Stehen bleiben! Na? Hör auf, hör auf! Ich sag's dir! Manche Leute... Schön. Hör zu. In einem fernen, fernen Land. Oh, bitte! Nein, 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 das ist wichtig! Ohren auf! Da gibt es Berge, die sind so hoch wie... Ach, du weißt schon, wie hohe Berge halt. Und da ist ein Dorf. Und da ist ein Wald. Und da ist nicht der Schatz. Nicht der Schatz. Aber ein toter Mann und seine Karte. Ich kannte ihn. Arme Seele. Und die Nacht zeigt dir den Weg. Finde die Berge. Finde das Dorf. Finde den Wald. Finde die Karte. Nachts. Und danach den Schatz. Hab gehört, er wäre legendär. Wie vielen anderen Leuten hast du davon erzählt? Anderen Leuten? Hey, was denkst du eigentlich über mich? Ich bin ein findiger Geschäftsmann. Bleib von mir weg, du verfluchte, unheimliche Person, die du bist. Okay, der mag mich jetzt nicht mehr. Naja, seine Schuld, wenn er mich über den Tisch ziehen wollte. So, die hat keinen Namen und sie wahrscheinlich auch nicht. Nein. Gut, dann wollen wir mal das Schiff untersuchen. Es ist zwar jetzt nicht so cool, ohne Erlaubnis an Bord zu gehen, aber... Willkommen auf der Sturmrose. Ich habe mit einem gewissen Mädchen im lieblichen Lotus gesprochen. Hat sie dich etwa geschickt, um ihr Geld einzutreiben? Vergiss es. Sie war nicht einen Dukaten wert. Wer eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, sollte auch dafür bezahlen. Wovon redest du da? Dienstleistung? Zahlen? Verzieh dich, bevor ich wirklich sauer werde. Willkommen auf der Sturmrose.